Tief im ätherischen Ozean gelegen, gilt seit der frühesten dritten Ära als verlassen, ein allgemeines, uninteressantes Eiland, dessen einzige Besonderheit wohl die Ruinen eines lang vergessenen Kultes sind, der auf der Insel in den vergangenen Jahren der zweiten Ära sein Hauptquartier unterhielt und dem die Insel seinen Namen verdankt. Casselia. Zuletzt setzten sich nur noch die Gelderi von Vor oder Baugardisten, eines der bestgehüteten Geheimnisse des Bundes, zur Wehr. Doch auch sie wurden rasch von dem schrecklich disziplinierten Heer des Reiches aufgerieben und in Brand gesteckt. Zum letzten Mal in der Geschichte des Casseliandrons waren sie befreit worden. Alle bis auf einen wurden an jenem Tag vernichtet.